sogenannte Blockchain. Also anonym ist es nicht. Es ist also nicht so, als könnte man wie bei Bargeld einfach ein Köfferchen übergeben, sondern die Bitcoin-Adressen sind für jeden zugänglich. Nur der Name der Person, die die Bitcoin-Adresse besitzt, der steht nicht in der Blockchain. Und je nachdem, wie geschickt die Person ist, kann sie auch eine ganze Zeit pseudonym bleiben. Ja, wo kriegt man denn so eine Bitcoin-Adresse her? Ich habe, hier war jetzt natürlich nur eine drauf, aber wie gesagt, jeder Teilnehmer hat auch eine bekommen mit Bitcoins drauf, verteile ich nachher. Wo bekommt man die her? Die kann man sich selber machen. Die Bitcoin-Adresse ist einfach eine gültige Kontonummer auf der Blockchain, die man mit einem Zufallsgenerator erzeugen kann. Das klingt jetzt gefährlich, Bankkonten mit Zufallszahlen zu erzeugen, aber unter der Prämisse, dass es tatsächlich so viele davon gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zufällig ein bereits existierendes Konto trifft, astronomisch gering. Also wirklich sprichwörtlich mit diesen 10 hoch 77 Versuchen, die man bräuchte. Das ist in einem Menschenleben nicht machbar und ein Computer, der sowas macht, bräuchte mehr Energie, als die Sonne liefern kann. Also astronomisch gering. Ein Generator, der solche Bitcoin-Adressen einfach erzeugen kann, also wenn man mal eben eine Adresse braucht, wo jemand Bitcoins überweisen kann, die man sich dann später abholt, ist bitaddress.org. Das ist eine JavaScript-Applikation, die nicht übers Internet läuft, sondern im Browser. Das heißt, man holt sich von dieser Adresse eigentlich nur die JavaScript-Applikation, am besten dann lokal auf der Festplatte speichern, den Browser starten und dann kann man sich dort Bitcoin-Adressen generieren lassen. bitaddress.org. Ja, läuft jetzt im Browser, hat keine Verbindung mehr zu dieser Webseite bitaddress.org, also da kann niemand jetzt mitlesen, was gemacht wird. Wenn ich die Maus ein bisschen bewege, werden Zufallszahlen erzeugt, sehr, sehr lange Zufallszahlen, wie man hier sieht. Und wenn genügend Zufall existiert, bekomme ich irgendwann ein Pärchen von Bitcoin-Adresse und dazu passender geheimer Schlüssel. So, geschafft. Ja, da haben wir zwei, ne? Dieser Buchstaben-Zahlen-Salat ist ein bestimmtes Encoding, was versucht, so wenig wie möglich Doppeldeutigkeiten zu haben. Zum Beispiel gibt es hier nicht die Zahl 1 und den Großbuchstaben I, sondern nur die Zahl 1. Dadurch ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich vertippt. Außerdem bekommt man einen QR-Code angezeigt, den man mit dem Handy einscannen kann. Da steht genau diese Zahl drin. Das ist eben eine sehr, sehr lange Zahl, die einer solchen Bitcoin-Adresse entspricht. Und hier unten drunter ist der dazu passende geheime Schlüssel. Der passt nur zu diesem Konto und der erlaubt es, dass man Bitcoins, die auf diesem Konto liegen, verschieben oder transferieren kann. Verliert man den, sind die Bitcoins zwar auf dem Konto, aber kommen da auch nie wieder weg. Ja, also das hier ist der eigentlich wichtigere und der ist deswegen so groß, weil in diesem Code für den privaten Schlüssel ebenfalls nochmal die Adresse des Kontos drinsteht. Also wenn man Bitcoins aufheben möchte im Safe, dann reicht es, wenn man sich diesen QR-Code auf der rechten Seite ausdruckt und in den Safe sperrt. Alles andere kann man dann löschen oder verbrennen und auf dieses Konto dann Bitcoins überweisen, die man nur mit diesem QR-Code wieder abbuchen kann. Ist dann tatsächlich wie Bargeld auf Papier. Wenn es keine elektronischen Kopien mehr gibt, kann auch niemand auf den Rechner einbrechen und diesen privaten Schlüssel stehlen und sich meiner Bitcoins bemächtigen. Es gibt sogar Leute, die sagen, ja, dann habe ich aber immer noch Papier, was im Safe liegt. Das finde ich immer noch etwas unsicher. Was ist denn, wenn jemand den Safe klaut? Ja. Für solche Leute mit ganz viel Paranoia ist das Paper Wallet auf Papier nicht ausreichend. Die brauchen dann das sogenannte Brain Wallet. Das heißt, man merkt sich diesen geheimen Schlüssel auswendig. Ja, viel Spaß. Es gibt dafür aber auch Encoder, die formulieren diese lange Zahl als Gedicht um, die sich dann leichter auswendig merken lässt. Ja. Ja, das Problem ist, wenn irgendwann das Gedächtnis nachlässt und so, dann hat man wieder das gleiche Problem wie der Brite, der jetzt auf der Müllkippe seine Festplatte sucht. Ja, also tatsächlich ist das Problem mit Bitcoins sicher aufbewahren, sich diese lange Zahl für den privaten Schlüssel mit Konto drin zu merken oder auszudrucken. Ich denke, das Paper Wallet ist ein ganz guter Kompromiss. Das kann man verstecken, im Garten vergraben, ganz klassisch oder mit einem 3D-Drucker in irgendein Gefäß eindrucken, ja, oder
ja, einen Ring ausdrucken, wo der QR-Code drin irgendwo eingraviert ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um dieses Paper Wallet durch entsprechende Maßnahmen zu verstecken oder zu sichern und nicht auf einem Rechner aufzuheben, weil Rechner können ja immer geknackt werden und ausgelesen werden, wenn man nicht gerade die Festplatte verschlüsselt hatte. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu Weihnachten bietet sich das an, Vanity Keys zu erzeugen. Das sind Kontonummern von Bitcoin, die den Namen des Empfängers zum Beispiel enthalten. VanityGen-i, dann machen wir es mal case-insensitiv und wir versuchen mal ein Konto zu erzeugen, wo der Name Klaus drin vorkommt. So. Genau. Also, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben und er sagt, die Wahrscheinlichkeit beträgt 50%, dass er ein entsprechendes Konto innerhalb von den nächsten 40 Sekunden gefunden hat, wo der Name Klaus in dieser Nummer vorkommt. Tatsächlich hat er das hier. Ja, da sieht man es, 1 KLA groß und US klein. So könnte man an Weihnachten was verschenken. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist denn, wenn ich da jetzt ein bestehendes Konto angebe, dann rechnet er mir doch für dieses bestehende Konto den Private Key aus. Das geht. Ja? Also ich kann ein Konto nehmen, ein Bitcoin-Konto von jemand und dem VanityGen-Programm sagen, berechne mir doch mal ein Konto, das genau diese Adresse hat. Dann habe ich ein... Bitte? Ich habe so lange da. Ja, das ist der Punkt. Richtig erkannt. Ja? Nehmen wir mal Klaus K. Ne? Vorher waren es 40 Sekunden für 50%. Ja? Ein Buchstabe mehr, jetzt sind wir schon bei 30 Minuten. Zwei Buchstaben mehr, 14 Stunden. Drei Buchstaben mehr, 20 Tage. Ja? Und nehmen wir die komplette Adresse hier oben. Ja gut, da sagt er schon von vornherein, das ist zu lang. Bisschen Sicherheit hat er drin. Na, das ist doch eine schöne Zahl. 2,5 mal 10 hoch 23 Jahre. Milliarden, Trilliarden. Also es dürfte so ungefähr zu der Zeit sein, wo die Sonne sich aufbläht und alle Planeten verschluckt, wenn der entsprechende Schlüssel, und das ist halt nur der erste Teil, die erste Hälfte. Ja, da ist er immer noch nicht fertig, genau. Ja. Also ein normaler Rechner hat keine Chance für ein bestehendes Bitcoin-Konto ein Private Key zu berechnen. Mit jeder Stelle kommt halt nochmal hoch, 10 hoch irgendwas dazu, ja, also quasi mal Faktor 58. Ja, aber er kennt es ja beim zweiten Versuch auch schon direkt. Er kann, ja, das stimmt. Es ist absolut möglich, ne? Er spuckt ja immer irgendwas aus, dass er tatsächlich beim zweiten, dritten, vierten Versuch schon was rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr gering. Also man braucht wirklich einen Glückspilz, der astronomisch hohes Glück hat. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er im nächsten Moment vom Blitz erschlagen wird und der Computer dazu, ist allerdings gigantisch hoch. Ne? Also höher, als dass der Key gefunden wird im zweiten Versuch. Aber dieses Vanity Genfis finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Wer einen Vornamen hat, der relativ kurz ist, der kann sich damit Keys generieren lassen mit dem eigenen Namen. Ja, zum Beispiel Knopper, genau in dieser Schreibweise. Was wäre das? In 20 Tagen. Ne? Nicht schlecht. Ne? So lange kann ich den Computer rechnen lassen. Dann habe ich ein Bitcoin-Konto, wo mein Name drin steht. Dann sieht der Kunde, ah ja, das ist das Bitcoin-Konto vom Knopper. Das ist aber auch auf keinen Fall mehr anonym, sondern lässt sich relativ gut zuordnen. Ist ein gültiges Bitcoin-Konto, ist genauso sicher wie die anderen. Und ich habe den einzigen dazu passenden Private Key, zumindest wenn das Programm tatsächlich mit 50% Wahrscheinlichkeit in 20 Tagen den berechnen kann. Ja, also mit diesem Vanity Gen kann man halt auch sehr schön überschlagen, wie lange es dauert, mit bestimmten Anzahlen von Buchstaben Keys zu berechnen. Und deswegen hat man dann auch ein gutes Gefühl bezüglich der Sicherheit, weil es halt sehr, sehr lange dauern kann, wenn die Buchstaben mehr werden. So, das heißt, in der Bitcoin-Blockchain werden einfach Geldtransaktionen mit Bitcoins kontinuierlich protokolliert, durch elektronische Signatur bestätigt und nach einer hinreichenden Anzahl von Bestätigungen gilt die Transaktion als sicher und kann dann in einem der nächsten Blöcke in die Blockchain übernommen werden.
Solange kein Block frei ist oder keiner meine Transaktion akzeptiert für einen Block, schwebt die sozusagen. Das heißt, man kann zwar schon sehen über das Netzwerk, dass die Transaktion stattgefunden hat und bestätigt wurde, aber die ist noch nicht in der Blockchain drin. Das sind dann die sogenannten unbestätigten Transaktionen. Da gibt es eine extra Webseite dafür, wo man sehen kann, wie wahrscheinlich es ist, mit bestimmten Transaktionsgebühren eine Transaktion durchzubekommen. Unbestätigte Transaktionen, da haben wir es schon. Ja. 10.294 unbestätigte Transaktionen. Da ist einfach die Gebühr für die Transaktion so gering gewählt, dass diejenigen, die neue Blöcke erzeugen, keine große Motivation haben, diese Transaktion aufzunehmen. Aber man sieht, jetzt ist gerade wieder ein neuer Block erzeugt worden, das kann auch sehr schnell runtergehen. Also da pro Block ja 10.000 Transaktionen möglich sind, sind die auch schnell abgebaut. Um Weihnachten 2017 hatten wir über 200.000 unbestätigte Transaktionen. Und dann muss man halt den Minern, die Blöcke berechnen, schon was anbieten, damit die jetzt wirklich in den nächsten 2 oder 3 Blöcken die Transaktion durchwinken. Ja, und so hält sich das System über die Gebühren quasi auch am Laufen. So, ja, das mit dem Proof of Work ist eine feine Sache. Ja, wer Hardware, Rechenleistung dem Netzwerk zur Verfügung stellt, wird belohnt dafür, dass er 12,5 Bitcoins geschenkt bekommt. Man kann auch an sogenannten Mining Pools teilnehmen, wenn man selber einen ASIC hat oder einen wahnsinnig schnellen Rechner. Hat wahrscheinlich keiner mehr. Bei anderen Währungen wie Ethereum geht es noch mit Grafikkarten, die entsprechend viele Kerne haben und an einem Pool teilnehmen können. Komme ich an mein Gateway dran? GateVPN vielleicht? Ja, ich habe mir auch mal so ein ASIC gekauft. Ja, wie gesagt, ich war anfangs einfach technisch begeistert von Bitcoin, so begeistert, dass ich nicht dran gedacht habe, dass man die auch einfach kaufen kann. Ich wollte die selber generieren. Ja, das war ein großer Fehler, aber ich habe mir dann ein Bitcoin ASIC geleistet. Das kostete damals 300 Euro. Ja, habe ich auch sporadisch nochmal in Betrieb, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Das kann 10 Gigahashes pro Sekunde, also 10 Milliarden SHA 256 Summen pro Sekunde berechnen. Das ist im Vergleich etwa, ich glaube, 1000-mal schneller als dieser Rechner, jetzt nur für diese eine Sache mit Prüfsummen berechnen. Und das nimmt an einem Mining-Pool teil, bcc.via.btc.com, berechnet im Moment also keine Bitcoins, sondern Bitcoin Cash. Da kriegt man im Moment ein bisschen mehr Geld. Und ist mit einem Pool verbunden und bekommt dann regelmäßig einen Anteil überwiesen von der Gesamtsumme, die dort erwirtschaftet wird durch einen neuen Bitcoin-Cash-Block. In den 2 Monaten, wo ich das wieder eingeschaltet habe, habe ich, glaube ich, 50 Cent verdient. Das deckt nicht die Stromkosten, aber man kann ja immer hoffen, dass diese Währung dann auch irgendwann mal im Preis steigt. Es gibt immer noch Leute, die das professionell betreiben, die sich extra ihren Wohnort so legen, dass sie in der Gegend mit sehr, sehr billigem Strom sind. Man kann auf Island, ja, oder tatsächlich auch China, wobei es dort inzwischen verboten ist, Strom zu verschwenden für Bitcoin. Einige Regierungen arbeiten an eigenen elektronischen Währungen, die dann aber staatlich kontrolliert sein sollen. Das widerspricht so ein bisschen dem Grundprinzip. Ja, wenn man hier nach Mining sucht, findet man für alle möglichen Kryptowährungen die entsprechenden Großrechner. Ja, Defekt für Bastler für 90 Euro, ja, sogar in Österreich. Ein Mining Rig mit 8 Gigabyte, 414 Megahashes, das ist ja nichts. Ein Mining Rig mit Nvidia Grafikkarten, das ist wahrscheinlich für Ethereum zum Minen gedacht. Bitmain, meistens stehen da die Gigahashes mit dabei. Ethereum GPU Miner, da stecken auch Grafikkarten drin.
139 Megahashes pro Sekunde. Ja, da hat man vielleicht, wenn man Glück hat, in einem Jahr die Investitionskosten wieder raus. Also ich würde sagen, es lohnt sich nicht wirklich. Ja, das hätte man in der Anfangszeit machen müssen, aber da wusste man das ja noch nicht. Das Mining ist in den meisten Ländern unrentabel geworden. Ja, kommen wir zu diesem merkwürdigen Algorithmus für die Bitcoins. Warum auch immer, Satoshi Nakamoto hat für Bitcoin festgelegt und das ist halt in dem Programm, in dem kleinen Programm auch fest reinprogrammiert. Wer ein anderes Programm verwendet, wird nicht in die Blockchain reinkommen. Nach 21 Millionen Bitcoins ist Schluss. Dann werden nur noch Transaktionsgebühren das Netzwerk finanzieren. Das bedeutet, wir haben eine Währung. Angenommen, das Interesse bleibt mindestens mal gleich wie jetzt, die deflationär ist, ja, weil es wird nicht mehr Geld erzeugt, wollen aber vielleicht mehr Leute Bitcoin haben, also steigt automatisch der Preis. Ja, wer würde jetzt mit Bitcoin irgendwas bezahlen wollen, wenn ich weiß, dass der Preis die Tendenz hat zu steigen? Da ist der Fehler im System eigentlich. Wenn Bitcoin ein Zahlungssystem sein soll, ärgere ich mich ein Jahr später schon wieder, dass ich was mit Bitcoin bezahlt habe, weil die Kinder dann fragen, ja, du hast uns eine Pizza für Bitcoin gekauft, heute wäre ein Rolls-Royce dafür drin gewesen oder ein Porsche. Was hast du dir dabei gedacht? Eine Villa in Tessin wurde neulich verkauft für 603 Bitcoin. Ja, wie viel wäre das heute? Also jetzt wäre es auch schon wieder zu teuer. Ja, das ist halt das Problem, da hat er nicht richtig nachgedacht. Eigentlich braucht man eine Währung, wo die Einheit weniger wert ist, dadurch, dass immer neue Einheiten erzeugt werden, dass man sagt, jawohl, ich weiß, morgen sind meine Bitcoins weniger wert, dann gebe ich die jetzt aus und bezahle irgendwas Schönes damit. Ja, dann würde auch dafür gesorgt, dass das Geld in Umlauf kommt. So ist es jetzt tatsächlich so, dass Bitcoin eher ein Spekulationsobjekt ist. Ne? So traurig das klingt, im Moment wird halt sehr viel an Börsen gehandelt. Wenn der Preis fällt, kaufen die Leute welche. Wenn der steigt, dann wird wieder verkauft. Aber Güter anbieten für Bitcoins oder so, das machen leider die wenigsten. Außer in Ländern, wo die Landeswährung so instabil ist, dass es tatsächlich mit Bitcoin die einzige Möglichkeit ist und man einen Vorteil gegenüber dem Fiat-Geld hat. Venezuela, ja. Venezuela hat ja eine eigene Kryptowährung ausgeführt, die angeblich durch Erdöl gedeckt ist, was aber noch nicht mal aus dem Boden geholt worden ist. Also sehe ich eher skeptisch, wird natürlich wieder einen negativen Beigeschmack bei Kryptowährungen hinterlassen, aber dort ist halt die Landeswährung total kollabiert. Das heißt, es ist eigentlich die einzige Chance, irgendwas zu haben, was wertstabil ist und die Preise danach zu fixieren. Ja, halt einfach Misswirtschaft, aber da kann man, glaube ich, mit Kryptowährungen dann auch nichts mehr reißen. Ja, da sind wir bei den rechtlichen Aspekten. In einigen Ländern ist der Zahlungsverkehr und Umtausch zwischen Landeswährung und Bitcoin verboten. In China ist es inzwischen der Fall. China war eines der Hauptländer für Bitcoin-Mining. Mining wird dort auch immer noch betrieben, aber offiziell darf nicht mehr gehandelt werden. Interessanterweise sind die Russen sehr gut mit dabei beim Bitcoin-Handel, obwohl es dort eigentlich nicht mehr erlaubt ist. In Deutschland gilt der Bitcoin derzeit als eine sogenannte Rechnungseinheit. Man möchte zwar auch von Seite der Banken, dass die gleichen Bedingungen gelten wie bei einer Währung, möchte aber nicht so weit gehen zu sagen, der Bitcoin ist eine Währung. Das ist so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Wenn man sagt, es ist eine Währung, dann gelten auf einmal ganz viele Gesetze, die auf Euro auch zutreffen und dann wird es etwas schwierig. Auch bei der Regulierung, die Banken wollen da mitreden bei Börsen, die Handel mit Kryptowährungen anbieten, aber gleichzeitig sagen sie, Kryptowährungen sind keine Währungen. Dann haben sie auch keine Handhabe gegen diese Anlageform. Also man tut sich etwas schwer. Rechnungseinheit sagen die meisten dazu und der Handel ist bei langfristigen Anlagen ein steuerfreies, sogenanntes privates Veräußerungsgeschäft und bei kurzfristigen Spekulationsgewinnen ist es genau wie bei Währungsspekulationen mit einer Abgeltungssteuer von 25% zu belegen. Ja, also angenommen, ich kaufe heute Bitcoin, morgen verkaufe ich sie für den doppelten Preis. Wenn sowas nochmal passieren würde, dann müsste ich 25% Abgeltungssteuer auf den Gewinn bezahlen. Es war auch mal im Gespräch, ob
Gewinne aus Bitcoin-Verkäufen der Umsatzsteuer unterliegen. Einige deutsche Finanzämter wollten das auch durchziehen mit Mahnungen und entsprechenden Bescheiden, ist aber vom Europäischen Gerichtshof für unzulässig erklärt worden. Also auch wenn es keine Währung ist, sondern nur eine Rechnungseinheit, dürfen auf Bitcoin-Umsätze keine zusätzlichen Umsatzsteuern erhoben werden. Wäre auch eigentlich Quatsch, wenn ich mir eine Dienstleistung in Bitcoin bezahlen lasse, muss ich eh Umsatzsteuer bezahlen, egal ob es Bitcoin ist oder Euro. Und dann kann ich nicht nochmal beim Umtausch von den Bitcoins in Euro nochmal Umsatzsteuer bezahlen, das wird keinen Sinn machen. Ja, nach dem Geldwäschegesetz, da sind die Europäer sehr, sehr streng. Jeder Marktplatz in Europa muss sich an dieses Geldwäschegesetz halten und eine Identifikation von den Nutzern der Plattform verlangen. Das ist in der Regel ein eingescannter Ausweis, bei einigen auch eine Ansässigkeitsbestätigung. Bei Bitstamp musste ich auch eine aktuelle Rechnung für unser Haus einreichen, wo sie sehen konnten, A, ich bin registriert unter dieser Adresse und B, ich bezahle auch meinen Strom für diese Adresse und meinen Ausweis einscannen und dies, also dass sie nicht noch Blut abnehmen wollten, war das Einzige, war schon ziemlich streng, aber die Plattform Bitstamp finde ich gut, weil man da wirklich in Echtzeit handeln kann. Also wenn man sieht, im Moment steigt der Bitcoin-Kurs wie wahnsinnig, dann kann ich sofort verkaufen, ohne dass ich warten muss, dass sich jemand für meine Bitcoins interessiert. Ich kann natürlich auch einen Preis festlegen, wo ich sage, ab dem Preis möchte ich verkaufen oder kaufen. Das geht dort auch. Insofern, die sitzen in Luxemburg, haben eine Stelle in den USA und eine in Luxemburg und insofern unterliegen die europäischen Geldwäschegesetz und sind deswegen bei der Registrierung etwas streng. Wenn man wirklich anonym bleiben möchte bei Bitcoin-Zahlungen, warum auch immer, dann gibt es sogenannte Mixer. Die sind aber nicht wirklich zuverlässig. Die versuchen, eine Bitcoin-Transaktion in viele kleine aufzuteilen, über sogenannte Mixer-Adressen zu schicken, die dann automatisch das Geld wieder weiterschicken an den eigentlichen Empfänger. Lässt sich mit den entsprechenden Algorithmen trotzdem zurückverfolgen zur ursprünglichen Adresse. Also bitte nie darauf verlassen, dass Bitcoin-Transaktionen anonym wären. Das ist nicht der Fall. Ja, wenn man sich so den Kurs ansieht, den der Bitcoin verfolgt und das jetzt einfach von Beginn des Bitcoins bis zum Ende verfolgt, sieht das ja sehr beeindruckend aus. In Wirklichkeit liegen da etliche Sprünge nach oben und unten dazwischen. Das erste Mal so richtig in die Höhe gegangen ist es während der ersten Griechenland-Krise. Anscheinend haben viele Griechen dort dann ihre Landeswährung in Bitcoin getauscht, weil sie die nämlich nicht mehr aus dem Automaten bekommen haben, sondern nur noch Überweisungen tätigen konnten. Aus der Zeit gibt es auch die ersten Bitcoin-Millionäre, weil denn der Preis natürlich enorm angestiegen ist durch die sehr hohe Nachfrage und natürlich später auch wieder sehr stark runtergegangen ist. Ja, Geschäfte, die Bitcoin akzeptieren, gibt es jetzt nicht so viele. Wie gesagt, die Post in Österreich ist eines meiner Highlights, dass man da einfach hingehen und sich Bitcoins kaufen kann. In Deutschland gibt es keine Bitcoin-Automaten mehr, in Österreich gibt es wohl noch ein paar, in der Schweiz sehr viele. Dort kann man sich auch ein Zugticket für Bitcoins kaufen. Also es geht schon Bitcoin als Zahlungsmittel, aber wie gesagt, mit einer inhärent deflationären Währung hat man immer so das Gefühl, ich kaufe jetzt was und das Geld wäre morgen aber viel mehr wert gewesen. Ja, um am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen, wie gesagt, braucht man sich nirgendwo zu registrieren. Nur dann, wenn man tauschen möchte, Bitcoin, Euro, Dollar und so weiter, dann braucht man eben eine entsprechende Tauschplattform. Und da sind die Anforderungen, sich zu registrieren, halt unterschiedlich streng. Ja, hier sind noch so ein paar Tipps, wenn man selber Bitcoins empfangen möchte als Dienstleister, zum Beispiel einen QR-Code auf Rechnungen draufdrucken, was für Vor- und Nachteile man dann zum Handeln hat. Es gibt natürlich auch Börsen, die das übernehmen, die leben von den Gebühren. Also für so eine Transaktion Bitcoin gegen Euro, Euro gegen Bitcoin, sind bei Bitstamp 0,25% üblich. Also nicht 25%, sondern 0,25%. Das sind ein paar Cent und das genügt denen, um ganz ordentlich zu überleben. Bei Bitcoin.de ist der Preis ein bisschen höher. Dafür hat man immer nur mit einer Person zu tun, mit der man dann tatsächlich per Überweisung Angebot und Nachfrage verhandelt. Und das ist dann etwas direkter. Ne? Bitcoin.de sorgt dann dafür, dass die Transaktionen auch wirklich stattfinden. Und falls jemand nicht überweist, buchen die Bitcoins entsprechend gar nicht erst ab.
oder buchen Geld wieder zurück, falls es irgendwo zwischendrin Probleme gibt. Also ähnlich wie bei PayPal übernehmen die dort die Garantie, dass die Transaktionen funktionieren. Ja, der Preis von Bitcoin ist so eine komische Sache. Ja, wenn hohes Interesse ist, wieder mal eine Medienmeldung über Bitcoin, geht der Preis nach oben, weil dann kaufen sehr viele welche. Hin und wieder gibt es auch welche, die große Anzahl von Bitcoins verkaufen. Ob das jetzt legale oder illegal erworbene Bitcoins sind, weiß man nicht so genau. Also wenn man sich den Kurs auf Bitstamp anguckt, macht er schon sehr heftige Sprünge. Das ist jetzt in US-Dollar und in Euro. Ja, da sind wir jetzt schon wieder 100 Euro abgerutscht. Da gibt es verschiedene Tools, womit man Vorhersagen treffen kann, wann der Preis wohl wieder steigen und fallen wird. Fibonacci ist so ein beliebtes Tool. Dann pendelt der Preis oft zwischen zwei Balken hin und her. Und wenn er einen davon überschreitet, dann könnte man annehmen, dass es in die Richtung der Trend weitergeht. Ja, aber das ist alles hochspekulativ. Interessant sind so Entwicklungen, wenn der Preis mal wirklich hoch war, dass er dann regelrecht an einigen Stellen wieder runterkracht. Das sind dann immer größere Verkäufe. Ja, dann hatte jemand irgendwie viele Bitcoins und ist die alle auf einmal losgeworden, weil der Preis gerade hoch war. Dann gibt es hier so einen kleinen so einen Mini-Crash. Dann erholt sich der Preis meistens wieder. Und dann kommt der nächste. Und wenn mehrere Verkäufe hintereinander stattfanden, ist der Preis am Boden. Dann gibt es anscheinend wieder so ein paar Wartephasen. Und dann kaufen wieder ganz viele, weil gerade Wochenende ist und der Preis niedrig. Und deswegen kauft man welche, die man dann am Montag gleich wieder verkauft. Also ich rate ja immer davon ab, hier zocken zu wollen. Aber wenn man sich diese Kurven anguckt, dann kommt man manchmal auf ganz merkwürdige Ideen und versucht Schemata dahinter zu erkennen. Deswegen habe ich auch ein paar Skripte geschrieben, die so ein bisschen Vorhersage über die Woche machen sollen. Knopper.net Bitcoin. Wann auch immer du bei uns bist, ist das nicht zu funktionieren? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Hier zum Beispiel ist was ganz Merkwürdiges. Da scheint immer am Donnerstag Abend der Preis spontan zu steigen. Was für einen Tag haben wir eigentlich heute? Heute ist Donnerstag. Es kann aber auch einfach sein, dass es sich hier schlecht überlappt, ja, und dass das gerade der Donnerstag letzter Woche war und das der aktuelle. So, hier geht es runter. Und am Freitag geht es dann meistens wieder ein bisschen rauf. Das hier sind Prozentpunkte am Rand, minus 4% bis plus 4%. Wie gesagt, manchmal bildet man sich das einfach nur ein, dass es da irgendein Schema gäbe. Aber es war eine Zeit lang tatsächlich so, dass zum Wochenende hin viele Bitcoins verkauft wurden. Man will in Urlaub fahren, braucht ein bisschen Bargeld, verkauft seine Bitcoins. Und wenn dann am Montag wieder Geld reinkommt, dann kauft man wieder welche, wodurch der Preis dann wieder steigt. Ja. Das war lange Zeit lang relativ zuverlässig, aber das haben anscheinend dann auch andere Spekulanten gemerkt. Und wenn alle das Gleiche machen oder dann gegenläufig arbeiten, dann funktioniert das nicht mehr. So, also der Tauschwert von Bitcoin ist tatsächlich einfach nur Angebot und Nachfrage. Altcoins, sogenannte Altcoins, Nachahmer, andere nationale Kryptowährungen, haben sich immer am Anfang etwas euphorisch verbreitet, sich aber im Endeffekt nicht durchgesetzt. Im Prinzip sind im Moment die beiden großen Währungen Bitcoin und Ethereum. Mit dem Ethereum kann man halt noch wesentlich mehr machen, weil dort in der Blockchain nicht nur Geldtransaktionen sind, sondern Smart Contracts. Man kann also in Blockchain quasi programmieren, Programme in die Blockchain hochladen und auch Geldtransaktionen dort verankern, sodass man das auf der Blockchain kaufen und auch verkaufen kann. Ein Phänomen, was ich zugegebenermaßen nur ansatzweise verstanden habe, sind die Crypto-Kitties. Da kann man nämlich virtuelle Katzen züchten und verkaufen.
Das basiert auf der Ethereum Blockchain. Da ist also ein Smart Contract, wo die ersten Katzen drauf waren. Also die ersten Katzen, die an dem System teilnahmen, waren sehr, sehr teuer. Werden wir für Unsummen gehandelt. Und wenn man zwei Katzen gekauft hat, dann erzeugen die Nachkommen, die dann bestimmte Eigenschaften haben, die man dann wieder verkaufen kann. Ja, sollte eigentlich ein Spiel sein, aber es gibt tatsächlich Leute, die damit Geld verdienen. So. Nee, das will ich nicht. Ich wollte eigentlich ein paar, die im Angebot sind, schauen. New Arrivals, genau. Katzen mit Drachenflügeln. So ähnlich, aber halt, die tun nichts, die sehen nur niedlich aus. Und es gibt welche, die kosten über 1000 Euro. Und naja, also offensichtlich kann man auf der Blockchain solche Sachen machen und natürlich statt Katzen auch andere Sachen verkaufen, aber irgendwie scheint es zu funktionieren über diese Smart Contracts und auch eine gewisse Einnahmequelle bzw. digitale Geschäftsmodelle zu ermöglichen. For Sale 0,0448, ich glaube, das sind jeweils Ether. Ein Ether ist im Moment 250 Euro. Die hier kostet ein Ether, also 250 Euro. Mal gucken, was die exklusiveren Modelle kosten. Zurück zum Katalog. Ether. Na, 200 mal 250 Euro. Ich finde das weniger bedenklich, dass es hier steht, als dass es Leute gibt, die es tatsächlich kaufen. Aber wahrscheinlich kann man mit den Katzen dann neue züchten, die man wieder verkaufen kann. Also irgendwie muss es sich rentieren. Gut, also Ether und Bitcoin und ich denke Bitcoin Cash, die Idee dahinter war natürlich gut, die Blockgröße zu erhöhen, mehr Transaktionen zuzulassen, um auch tatsächlich digitale Käufe und Verkäufe anzukurbeln. Das sind die beiden Hauptkryptowährungen oder die drei Hauptkryptowährungen. Die anderen spielen eine eher untergeordnete Rolle. Gridcoin wäre eine interessante Sache für Schulen. Das ist ein wissenschaftlicher Coin, mit dem wird Rechenleistung belohnt, die man für gemeinnützige Projekte aufwendet. Zum Beispiel Außerirdische zu suchen in Signalen aus dem Weltraum oder aus der Krebsforschung Daten zu analysieren, um neue Therapien gegen Tumore zu finden. Und die Rechenleistung, die man hier zur Verfügung stellt, wird dann mit sogenannten Gridcoins belohnt. Ich hoffe, der Link stimmt. Der war mal falsch. Doch, tatsächlich. Ganzheitliche Kryptowährung bringt Forschung nach Hause. Leider gibt es nicht allzu viele Akzeptanzstellen für diesen Gridcoin. Ansonsten hätte ich das für eine ganz gute Idee gehalten. Man kann damit sehr wenig kaufen. Man kann es eventuell in Bitcoin umtauschen und dann mit den Bitcoins was kaufen. Ja, also die Idee finde ich durchaus gut, Rechenleistung gegen Geld zur Verfügung zu stellen und damit auch was Sinnvolles zu machen. Das haben wir bei Bitcoin halt nicht. Dort wird die Rechenleistung einfach nur in das Finden neuer, schwieriger Blöcke verbraten. Und bei Gridcoin werden auch tatsächlich Projekte durchgeführt. Gut,
dann habe ich schon ein bisschen überzogen. Beglaubigungen sind auch so Anwendungen von der Blockchain. Das macht jetzt die Notare nicht arbeitslos, aber öffnet ein neues Betätigungsfeld, sodass man nicht nur eine Kopie von einem Vertrag irgendwo wegschließen muss, sondern in der Blockchain den gültigen gerichtsfesten Beweis antreten kann, dass ein Vertrag abgeschlossen wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das macht die Blockchain möglich. Ja, Ethereum als System für Smart Contracts und ja, damit sind wir am Ende des Vortrags. Und jetzt gibt es noch Ergänzung. Ja? Fraunhofer Institut gibt es daher Blockchain for Education, wo sie quasi in der Blockchain quasi das gibt, also ein lebenslanger Lernausweis. Das heißt, wenn irgendwas gemacht hat, eine Ausbildung gemacht hat, dann lade ich in die Blockchain ein. Die haben das Problem, dass so viele Leute kommen und irgendwas erzählen, was sie nicht alles können. Und das könnte man in die Blockchain schreiben, wo sie wirklich ja, keiner texten kann, außer jetzt wirklich. Ja, genau. Das ist ja, weil man hier diese Zertifikate eben auch unauslöschbar festschreiben kann. Man kann die also nicht zurückziehen. Man kann höchstens durch eine weitere Transaktion oder ein weiteres Element der Blockchain quasi ein Ungültigkeitsvermerk hinzufügen. So hat man die komplette Historie, den Lernfortschritt fest dokumentiert, ohne dass irgendjemand was dran manipulieren könnte. Ja, wäre eine Idee. So, Patente. Bitte? Patente. Ja, genau, als Alternative zu Patenten. Ich könnte eine Erfindung publizieren, das Dokument einscannen, in die Blockchain stellen und damit habe ich bewiesen, dass ich der Erste war, der das erfunden hat. Wenn jetzt jemand ein Patent anmeldet auf das Gleiche, dann muss das zurückgewiesen werden, weil es bereits Prior Art gibt, die ich ohne Probleme beweisen kann, ohne dass ich einen Notar brauche. Ja, also gute Idee. Ja. Alles, wo ich beweisen muss, dass etwas existiert hat zu einem bestimmten Zeitpunkt, dafür kann ich die Blockchain einsetzen. Ja, und 30 Millionen Blockchain-Benutzer sind meine Zeugen, dass das zu diesem Zeitpunkt drin war. Ich glaube, das sind 300 Millionen. Oh, okay. Ja. Kommt drauf an, welche Blockchain. Gut, dann verteile ich noch die echten Bitcoins, also die bitte unter Verschluss halten. Das sind jeweils zwar nur 50 Cent, aber wenn sich die Historie wiederholt, werden da draus in 10 Jahren vielleicht 5.000 Euro. Schauen wir mal. So, also... Das korrekte Vorgehen wäre...